Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Hier ist der Wirt auch der Prediger. Und die Kneipe seine Kanzel. Wir machen jetzt eine andere. In der Kneipe machen wir jetzt eine andere. Ich gehe normalerweise in den Keller für die Predigt zu üben. Das ist so. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, ich gehe jetzt in den Keller und übe Predigt. Und dann habe ich gesagt, das kannst du auch hier oben machen. Das habe ich dann auch hier oben gemacht. Am Tresen. Und so ist das entstanden. Abend. Ich bin zum ersten Mal hier, ja. Hab davon gehört und will mir das mal angucken. Ich glaube, zwei oder drei, die waren noch nicht da. Also zu einer Andacht. Aber der Rest, die waren alle schon mal da. Schön. Manchmal zur Zeit da drin mehr wie in der Kirche sonst. Das muss man auch einfach sagen. Das ist eigentlich ist doch schön. Seit gut zwei Jahren predigt er in der Kneipe zur schönen Aussicht. Dankeschön, Heiner und Gabi. Ich möchte euch begrüßen ganz herzlich mit Andacht aus der Kneipe zum zweiten Sonntag nach Epiphanias. Wir feiern jetzt diese Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beten. Herr, wirke Zeichen und Wunder bei Titus Schlagowski ist kein ausgebildeter Pfarrer, aber er hat ein missionarisches Ziel. Er will die Menschen zu Gott führen und hat auch eine Idee, wie. Also wir haben im niederbayerischen Ort Kulmbach einen Linienbus gekauft. Da möchte ich Kirchentrip machen. Und den möchten wir heute ganz gerne abholen. Also kirchlichen Hintergrund, Jesus war ja Wanderprediger. So, heute hat halt Jesus keine Sandalen mehr, sondern vielleicht vier Räder. Und wenn die Menschen nicht zur Kirche kommen, dann muss die Kirche zu den Menschen kommen. Als Laienprediger hat Titus keine eigene Gemeinde. Mit dem Kirchenbus möchte er seine Botschaft in der Region verbreiten. Ich würde Leute dazu begeistern, zur Kirche zu gehen oder zu Gott und zum Glauben zu kommen, die normalerweise überhaupt nichts damit zu tun haben. Weil ich es traurig finde, was teilweise bei uns in den Kirchen los ist. Ich finde, das ist ein Trauerspiel. Vielleicht mal was anderes machen, vielleicht mal was anderes tun. Klopf, klopf, klopf. Ich latsche jetzt hier einfach weiter. Hey, guten Tag. Hallo. Ich begrüße Sie recht herzlich in meiner Bude. Dankeschön. Gehen wir mal raus. Ich habe mich jetzt mal hier angekündigt. Ich kann das jetzt nicht erwarten. Ich will das Ding hier sehen. Das ist das gute Stück, ne? Schön. Nee. Geil. Wer ist denn der Busfahrer eigentlich? Was, Sie? Das ist geil, oder? Schön. Nee, da freue ich mich wirklich. Und dann hat man auch gerade noch Pipi im Auge. Das muss ja auch nicht sein, oder? Schluss jetzt. Nee, ist klasse, ist gut, gefällt mir. Einfach für Menschen. Jo. Hat ja auch nicht gerade jeder eine eigene Kirche, ne? Vorwärts, rückwärts, neutral. Was haben wir denn hier noch? Hebedach hinten, Hebedach vorn. Ein Kerschenglock hier hinaushängen, ne? Ja. Man macht sich ja manchmal so Gedanken, was tut man, was macht man, was kann man noch tun für Glauben, für Jesus Christus, für Gott. Was ein bisschen vielleicht die Leute dazu animiert, mal da näher dran zu gehen und vielleicht auch mal zu gucken, dass Kirche auch anders sein kann. Titus versteht sich als lebensnaher Prediger, als jemanden, der die Sorgen der Menschen teilt. Und scheinbar kommt das an. Das Auto hätte eigentlich gekostet um die 7.000 Euro. Und da habe ich mich mit ein bisschen unterhalten mit ihm. Und da kam irgendwie so eine Sympathie rüber. Und haben uns noch ein bisschen unterhalten über Kirche, Gott und alles Mögliche. Und da habe ich gesagt, nein, komm, dann nimm ihn. Und das war's. Der Kneipenprediger hat zwar einen LKW-Führerschein, aber einen Bus fahren ist für ihn Neuland. Ach so, scheiße, gebremst. Das sollte man mal losmachen.
Schön langsam, nicht zu schnell, halt, halt! Oh, links, 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 links! Ah, Scheiße! Die fahren noch viel zu schnell, um Gottes. Kleine Schramme am Unterboden. Mit Tempo 80 geht es aus Bayern zurück nach Hause. Nach Nahstetten in die Kneipe zur schönen Aussicht. Eigentlich kommt Schlagowski aus dem Osten. Die Liebe hat den gelernten Schreiner vor rund 20 Jahren in den Rhein-Lahn-Kreis verschlagen. Ja, auf. Da kommt vielleicht Sauerstoff rein. Nee, das wollen wir jetzt auch nicht, oder? Die Kneipe ist von Donnerstag bis Sonntag ab morgens um 9 bis in die Nacht geöffnet. Auf unseren Liedern. Aber Wirt wollte ich nie werden, weil das für mich war das immer asoziales Pack, nicht scheues Gesindel, die nur betrunken waren. Und das, nee, das wollte ich nicht. Also Wirt im zweiten Bildungsweg. Auf den Wirt folgte die Ausbildung zum Hilfspfarrer und zum Seelsorger. Für ihn liegt das gar nicht so weit auseinander. Wirte haben grundsätzlich jede Menge Verantwortung, weil die haben über gewisse Sachen auch einfach mal die Klappe zu halten. Und man kriegt doch relativ viel mit und da landet auch viel, wenn es irgendwie Probleme hagelt oder so. Das ist ja nicht nur schön. Und ja, sicherlich ist es auch im Alkohol mal geschuldet, dass wenn irgendwann mal zu vorangerückter Stunde erzählt man dann halt mal irgendwas, was man vielleicht so nicht erzählen würde. Ich finde das aber gut. Titus' Frau ist Konditormeisterin und betreibt das Café nebenan. Zwei Welten, keine 5 Meter voneinander entfernt. Als die beiden sich kennenlernten, war Titus kein Christ, aber ein offenes Ohr für Menschen hatte er immer schon. Er macht's auch gerne. Und das ist halt, ich merke halt auch, die Leute, die hängen so an ihm. Ne? Also das ging schon die ganzen Jahre, bevor er das mit der Kirche gemacht hat. Dann haben die sich nachts bei ihm ausgeweint. Und dann kam der auch wie oft ganz spät nach Hause. Und dann habe ich immer gefragt, was war denn? Ja, dann hat dann irgendeiner wieder sein Herzeleid erzählt. Und das hat er eigentlich schon immer gemacht, also hingehört, bei anderen vor allem. Ich sag mal, so ein Helfersyndrom hat er. Ne? Als sie sich kennenlernten, war das Café hoch verschuldet. Um die Schulden loszuwerden, zahlte Titus die Überstunden seiner Mitarbeiter bar aus, am Finanzamt vorbei. Eine Zeit, in der er noch ohne Glauben lebte. Was kein Auge je gesehen und kein Ohr je gehört hat, sehen die, die Gott lieb haben. Weil Gott spricht, ich habe dich eh und eh geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen. Tägliches Ritual, Bibeltexte und Gebete. Die Menschen, die ohne Gott und Glauben durch die Weltgeschichte marschieren, das ist ganz schlecht. Das tut mir weh, weil ich weiß, was denen verloren geht. Die Bibel, die begleitet mich jetzt genau seit 10 Jahren. Man schämt sich schon fast, mit den Dingen zur Kirche zu gehen, aber das ist egal. Und wo ich am meisten stolz drauf bin, wenn man da drauf stolz sein kann, ist, dass die mir vom katholischen Seelsorger der JVA Koblenz gegeben worden ist. Er saß im Knast wegen Steuerbetrugs. Rund 38.000 Euro hat er am Fiskus vorbeigemogelt. Dafür bekam er 3,5 Jahre. Eine Zeit davon in einer medizinischen Zelle, um zu überprüfen, ob seine starken Kopfschmerzen nur simuliert waren. Die Zeit hat mir das Genick gebrochen. Eine Zelle, die um die 8-9 Quadratmeter groß ist, ohne Fenster, dann 24 Stunden Neonlicht, alle 20 Minuten Lebendüberwachung. Also alle 20 Minuten reißt der andere die Tür auf, 24 Stunden am Tag, guckt nach, ob du noch zappelst und knallt die Tür wieder zu. Und das war's. Titus sah tatsächlich nur noch einen Ausweg, Selbstmord. Den Strick hatte er schon aus einer zerrissenen Jogginghose geknüpft. Dann habe ich so einen Abschlussbrief geschrieben und so ein Kugelschreiber, der war dran schuld, der ist runtergeplumpst und ist mir unter das Bett gefallen. Den habe ich unten rausgeholt, dann war ich auf Knien, da habe ich gebetet. Da habe ich wirklich gebetet. Und das war das längste Gebet in meinem Leben. Da war viel Weinen dabei, da war viel Wut, Zorn war dabei und Unverständnis. Und ich habe mich auch ein Stück weit geschämt, dass eigentlich, wenn man so richtig im Eimer ist, dann erst zu Gott kommt. Und das ist genau die Stelle, glaube ich, da ist Gott gerade richtig. Der will
zu denen, die wirklich im Arsch sind. Als Hilfspfarrer vertritt Titus Schlagowski an diesem Sonntagabend in der evangelischen Kirche in Singhofen den Pfarrer. Ja, hallo, hast guten Abend. Nach dem Gefängnis hat er seine Prädikanten- und Seelsorgeausbildung gemacht. Seit 2016 darf er deshalb Gottesdienste im Namen der evangelischen Kirche Hessen-Nassau halten. Das ist Entspannung pur hier. Anzug und Krawatte ist nicht so sein Ding. Deshalb zieht er den Lodenmantel seines Opas aus dem Krieg an. In dieser Gemeinde steht er heute zum zweiten Mal an der Kanzel. Ob die Predigt so ankommt, wie sie ankommen soll? Meine Ausdrücke, die sind ja nur auch nicht gerade immer die besten, das wissen wir ja nur. Und ich verändere mich bei der Predigt im Allgemeinen auch nicht so. Das ist halt, du kannst auch Leute verärgern. Du kannst auch sagen, nee, da gehe ich nicht mehr hin, wenn der kommt. Gibt's auch. Ich möchte Sie begrüßen mit dem Wochenspruch, der da lautet: Welche der Geist Gottes treibt, das sind Gottes Kinder. Wir feiern jetzt diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus ist gekommen, kommt ewiger Freude, und ohne Anfang. Erkennungszeichen von Jesus Christus, seine Freunde und Kumpels, alles Mittelstand und untere Arbeiterklasse. Und ich bin nach langem inneren Hin und Her zum Entschluss gekommen, so ein Gott, der in so einem stinkenden Stall zur Welt kommt, der ist mir gerade recht. Selbstherrliche Erscheinungen, die haben wir in dieser Welt genug. Menschen so selbstpräsentative, die haben wir auch in unserer Kirche genug. Die brauchen wir nicht. Er hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. 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 Ich denke, er ist sehr gerade raus, spricht unsere Sprache, sag ich mal so, mitten aus dem Leben. Und das ist eigentlich sehr schön. Tschüss, einen gesegneten Abend. Für Sie auch, schöne Predigt. Danke sehr. Danke. Tschüss, Heide, wir sehen uns noch. Ja, wir sehen uns. Tschüss, gesegneten Abend. Für Sie auch. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Vom Altar geht's direkt weiter an den Tresen. Jeden Sonntag schauen sie in der Kneipe gemeinsam Tatort. Ein liebgewonnenes Ritual für Titus und seine Stammgäste. Weißt du, wer heute Mittag hier in der Kneipe war? Yeah. Der ehemalige Knastaufseher von Dietz. Wer? Der Chef von Dietz war heute Mittag hier in der Kneipe. Engel. Also, dass du den nicht kennst, ist klar. Ich kann über meine Straftaten reden, du nicht. Hey, wir sind hier auch Stammgäste. Aber die Kirche, jetzt war ich das erste Mal. Wir kennen ihn gut und er möchte es ja gut. Es war vollkommen in Ordnung, was er an die Kirche gemacht hat. Hier ist es ein bisschen anders. Das ist ja klar, gell? Da predigt kein normaler Pfarrer, sag ich Ihnen. Die Kneipe ist Anlaufstation für viele aus der Umgebung. Oft kommt Titus nicht vor 4 Uhr früh ins Bett. Am nächsten Morgen arbeitet der Kneipenfahrer bereits wieder an seinem Herzensprojekt, dem Kirchenbus. Das ist ein fetter Gummi, da bohren wir einfach mal hier rein. Kannst du das über die Griffe machen? Ja. Da, wo die freien Felder sind, dass wir da 220 Lampen einbauen, weil das ist doch mehr Platz als gedacht. Ich sammle nicht die Leute ein. Ich fahre hin und lade die Leute ein und dann ist hier drin Gottesdienst, dann fahre ich wieder nach Hause. Das ist der Plan. Da kommt gleich noch so ein Gaswasser-Scheiße-Mann. Da wollen wir dann mal gucken, weil das Taufbecken soll ja hier vorne rein. Und dann soll noch ein bisschen Altar rein. Und dann ist eigentlich noch mein Plan, aber da brauche ich noch Ideen, wie man eine Toilette hier reinmachen kann.
die Platte können wir schneiden. Und jetzt müssen wir halt bloß mal gucken, wie wir das hier mit diesem Altar machen. So. Alle hier legen eine Extraschicht am Wochenende ein, um Titus zu helfen. Unentgeltlich. Wir kennen Titus auch schon länger, über ein paar Jahre. Haben auch schon mitbekommen, was er alles verkackt hat in seinem Leben und was er verfolgt hat. Bin halt bewundert, was er da macht, dass er halt noch die Leuten rausfährt, das betreut alles und den Leuten die Sterbehilfe. Da finde ich, gehört ein großer Respekt zu, das überhaupt das zu machen, das Ganze. Und da sind wir da direkt dabei und unterstützen das. Ja. Titus kann überzeugend sein. Die Menschen um ihn herum glauben an ihn und an seine Visionen. In der heutigen Zeit gibt es so viele verrückte Ideen. Also, es ist schon eine Ausnahme, also es ist wirklich schon eine Ausnahme. Ja. Aber hier, der Kneipenpastor, ja, es ist auch verrückt und es funktioniert. Ja. Man zieht auch andere Leute auf einmal, ja, nicht in die Kirche, aber halt in die Kneipe, am Gottesdienst mit teilzunehmen. Ja. Und wieso sollte sowas hier nicht funktionieren? Aber er kommt nicht überall gut an. Der evangelischen Kirche Hessen-Nassau sind Titus' Predigten in Teilen ein Dorn im Auge. Der Konflikt hat eine neue Dimension erreicht. Sehr geehrter Herr Schlagowski, hiermit teilen wir mit, dass Ihr Dienstauftrag als Prädikant unserer Landeskirche am 3. September 2022 ausläuft. Ein neuer Auftrag wird nicht erteilt. Damit sind Sie dann nicht mehr zur Feier von öffentlichen Gottesdiensten, Taufen und Abendmahlsfeiern in den Kirchengemeinden der EKN, einschließlich der Stiftung Scheuern, berechtigt. Am liebsten würde ich den Kreuzer knüllen. Ah, was seid ihr Scheiße. Prost. Der Kneipenpfarrer hat schon einen Verdacht, was das Problem sein könnte. Ich glaube, das Schlimme ist nicht meine Gottesdienste, die ich in irgendwelchen Kirchen feiere oder in der Einrichtung in Scheuern mache. Das, glaube ich, ist nicht das Thema. Das Thema sind, glaube ich, die Kneipenandachten. Dass ich dann bevor der öffentliche Teil einer Andacht beginnt, immer so einen Abriss von einer Woche mache. Und der Abriss von einer Woche, das nehme ich mir immer entweder aus der Zeitung, aus irgendwelchen Fernsehberichten, oder das, was die Menschen mir am Tresen oder in der Wirtschaft erzählen, was die gerade beschäftigt. Und ich versuche, die dann da abzuholen, wo die gerade sind. Bei hohen Spritpreisen, bei einem Kriegsgeschehen oder bei einem Lockdown durch Corona und so weiter. Und bedient sich dabei des Kneipenjargons. Teils populistisch und menschenverachtend, so der Vorwurf. Ich habe letzte Woche gesagt bekommen, ich soll nicht so sehr auf unseren Gesundheitsminister schimpfen. Ja, aber der Mann, der macht es einem noch immer so einfach. So impft Lauterbach Kindern schlechtes Gewissen ein. Wenn wir so weit sind, dass Politik sich an den Kindern vergreift, dann hört's auf. Der Mann ist für mich absolut fehl am Platze. Und ich hoffe wirklich, dass die Menschen das auch endlich mal begreifen. An Kindern vergreift man sich nicht, die setzt man nicht unter Druck, denen erzählt man nicht irgendwas vom Gaul, sondern die Wahrheit. Damit hat der Mann ein Problem und deswegen fliegt er bei mir in den Müll. Diese Art von Predigten wird hier nicht geschätzt. Die Kirche Hessen-Nassau distanziert sich von ihrem engagierten Laienprediger. Wir haben uns total gefreut erstmal, dass jemand unkonventionelle Wege geht. Und ihm ist es ja tatsächlich durch seine Art und durch seine Kneipengottesdienste gelungen, auch einige Leute für den Glauben zu begeistern, die vorher echt nichts mit der Kirche zu tun hatten. Das muss man ihm wirklich zugute halten. Es ist aber dann immer weiter so gelaufen, dass er es zur Masche gemacht hat, sehr polemisch auf einzelne Menschen loszugehen. Also zu seiner Predigt gehörte es zum Beispiel, Zeitungsartikel zu nehmen, Politiker rauszunehmen, die zu zerknüllen und in den Müll zu werfen und zu sagen, ja, das taugt ja nichts, was die machen. Und wir sagen als Gesamtkirche, Kritik, auch politische Kritik, gesellschaftspolitische Kritik auf der Kanzel ist super, aber nicht so populistisch und bitte nicht so menschenverachtend, dass man Bilder von Menschen zerknüllt und in den Müll wirft. Das ist nicht unsere Art. Ein halbes Jahr später. Der Rauswurf aus dem Kirchenverbund hat Titus nicht von seinem Plan abgebracht. Der Kirchenbus ist fertig. Da sagte mal einer tatsächlich zu mir, wenn der Schlagowski aus der Kirche rausfliegt, baut er sich eine.
Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich baue gerade einen Kirchenbus. Und dann hat er gesagt, ich hab's gewusst. Es ist der erste und einzige Kirchenbus in Deutschland. Das ist eigentlich genauso geworden, wie ich es eigentlich mir vorgestellt habe. Mit dem Altar oder mit der fest eingebauten Orgel und mit dem Akkordeonplatz oder dass dann noch solche Ideen dazugekommen sind. Das, was da vorne ist, hier hinten auch noch auf dem Monitor sehen kann und so weiter. Das sind natürlich solche Sachen, die sind eigentlich ganz hübsch. Der Bus gehört nicht mir. Der Bus gehört allen Menschen, die hier reinkommen. Ich habe schon überlegt, ob ich das beim Zollamt mal sage. Vielleicht schreibt man mal als Halter Jesus Christus ein. Ortswechsel nach Malche, dem theologisch-pädagogischen Seminar, wo Titus seit 3 Jahren neben seinem Beruf studiert. Er möchte Diakon, also Gemeindepädagoge, werden. Ich sage ja immer, selbst wenn du Seepferdchen machst, jede Prüfung muss erfüllt werden. Dr. Frieder Schäfer ist Schlagowskis Mentor. Am nächsten Tag wird er Titus Abschlussprüfung über das Thema Kirchenbus abnehmen. Ich finde das mit dem Busprojekt eine ganz tolle Sache. Das ist wirklich ein Ausweis von einer kreativen Kirche, von einer Kirche nah bei den Menschen, von einer Kirche, die Aufsehen erregt. Ich finde das etwas sehr Wegweisendes, etwas sehr Kreatives. Am Tag vor der großen Abschlussprüfung feiern die Studenten eine Andacht. Titus hält an diesem Tag die Predigt. Da werden Menschen eingetütet nach Rang und Namen und sogar nach Geldbeutel. Der wird schon mal auf eine großzügige Spende hin die Oma samstags beerdigt, obwohl das normalerweise ja gar nicht geht. Das darf man erleben. Ich schätze Titus sehr als jemand, der klare Worte spricht, der eine Gabe der Verkündigung hat und der Menschen im Blick hat, die sonst nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Also ist er sehr inklusiv unterwegs und er hat eine große Liebe zu Jesus und eine große Liebe zu den Menschen. Bleibt so, wie ihr seid. Mit Gottes Segen kriegt das hin. Amen. Der Tag der mündlichen Abschlussprüfung. Da kommt schon ein Stück weit Aufregung dazu. Gestern noch Gottesdienst, dann noch mal kurz zusammen sein. Ein bisschen wehleidig, weil man die Leute dann wahrscheinlich zum letzten Mal sieht, mit denen man dann eigentlich die letzten 3 Jahre verbracht hat. Manchmal vergeht die Zeit so schnell und dann irgendwie... Ich weiß gar nicht, wo steht. Moin. Komm rein. Moin. Morgen. Gut, nehmt Platz, wir legen gleich los. Auch ein Vertreter der Landeskirche ist im Prüfungskomitee. Alles Gute, Titus. Dankeschön. Tschüss. Gut geklappt, oder? Ja, aber ich habe mich aus dem Konzept gehauen. Das können Sie, ne? Viel Spaß. So, ich glaube, wir sind alle, oder? Die Prüfungen gestern und heute, es war eine tolle Show. Ihr habt alle bestanden. Dankeschön. Prost. Ich freue mich sehr. Wunderbar. Und diese Sachen mit dem Bus, toll. Ich habe so ein leichtes Gänsehaut-Feeling. Ja. Das ist halt so. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich wirklich gefreut. Es kommt vielleicht auch noch ein bisschen später. Und dieses Loslassen, so nach dem Motto, der Druck ist jetzt erstmal weg. Das ist schon mal was Angenehmes. Drei Monate später. Nach Titus erfolgreicher Abschlussprüfung hat es das Leben nicht gut mit ihm gemeint. Mit bestandenen Examen und mit Fertigstellung vom Bus kommt dann halt immer, wenn man mal so was Positives hat, dann kommt halt auch mal wieder eine Schippe Negatives. Also ich habe von unserem Herrgott ziemlich viel Gutes gekriegt, dann darf ich auch das Schlechte mal aus seiner Hand nehmen. Tatsächlich ist es so, dass meine Frau und ich, wir haben uns getrennt.
Ja, und ich muss sagen, das ist sicherlich auch zum größten Teil meine Schuld, weil Familienleben ist über die ganze Sache doch relativ zu kurz gekommen. Kneipengottesdienste gibt es nicht mehr. Ich bin auch dort nicht mehr. Titus hat noch ein weiterer Schicksalsschlag erwischt. Er ist an Darmkrebs erkrankt. Natürlich habe ich erst mal, nachdem das alles so rauskam, nach dem Motto Loch im Bauch, Ohren, Darm entfernen und solche Sachen, habe ich mich mal einen Tag hingelegt und habe erst mal geheult. Wer weiß, was Gott da für einen Plan hat. Wenn ich sterben muss, dann muss ich sterben. Aber der Glaube gibt ihm in dieser schweren Zeit Halt. Das ist auch ein Stück weit Hadern, das ist ein Stück weit Schimpfen auch. Auch mit Gott, wo ich sage, was ist denn das jetzt wieder für eine Scheiße? Und warum passiert denn das jetzt gerade? Muss das jetzt alles immer so doppelt und dreifach kommen? Aber ich bin deswegen nicht unglücklich, weil das sind wirklich drumherum tolle Menschen, die man dann hat. Und ich kriege da viel zurück, was man vielleicht irgendwo mal gibt, indem man mal zuhört oder mal irgendwas redet oder mal unter sich redet. Da kriegt man viel zurück. Der Arme mit dem Körbchen voller Blümchen. Hat doch auch schön gemacht, oder? Doch. Ah, ist auch super. Sehr schön. Bevor Titus sich in die medizinische Mühle begibt, möchte er, dass sein Kirchenbus zum Einsatz kommt. Es geht zu einem befreundeten Zimmermann in einem Nachbardorf. Passt doch! Gute! Bist du schon wach? Ich bin gerade geworden, ja. Ja, schön, Mann, hast du geschafft. Sieht sowas von heiß aus. Leck mich am Arsch. Der Titus hat gefragt, ob er nicht so einen Erntedanke-Gottesdienst machen könnte bei mir auf dem Hof. Und dann habe ich da zugestimmt. Warum nicht? Sagen wir mal so, ich gehe jetzt nicht jeden Sonntag in die Kirche. Aber das, was der Titus da macht, das gefällt mir sehr gut. Wie er es macht auch, und damit kann ich mich identifizieren. Die Vorbereitungen für den Erntedankgottesdienst laufen, allerdings nicht im Auftrag der evangelischen Kirche. Eins, so, geht auch. Seit einem Monat darf er nicht mehr für sie predigen. Am Anfang war das schon ziemlich deprimierend, wo man denkt, ja. Aber auf der anderen Seite, die Gottesdienste werden nicht weniger. Also es gibt genügend Menschen, die was zu sagen haben, die Gottesdienst bestellen tatsächlich. Mich hat die Story auch vom Titus her halt inspiriert, ja, mal herzukommen und sich das einfach mal angucken. Weil, ganz ehrlich, unsere Pfarrerin, die ist so ein bisschen stur. Die hat so, man sagt bei uns, die hat so einen Stock in, ne, und die ist halt gar nicht so für einen lockeren Gottesdienst. Und ich denke hier beim Titus, das könnte was, macht halt bestimmt Spaß. Rund 50 Menschen sind zum Erntedank-Gottesdienst gekommen. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Andacht aus dem Bus. Wir haben den 16. Sonntag nach Trinitatis, Erntedankfest. Guter Gott, Dank und Bitte liegen an diesem Tag wie immer dicht beieinander. Danke für deine Fürsorge, deinen Segen, und bitte bewahre uns und deine ganze Schöpfung bis in alle Ewigkeit. Das ist ja so ein richtig schöner, gelungener Probelauf, wo man das eigentlich so, man kann alles mal probieren, ob die Technik funktioniert, was jetzt tatsächlich für Leute reingehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name in Ewigkeit. Amen. 3, 4. Ich hoffe, dass ich das noch lange machen kann. Wenn ich es nicht hinkriege, dass es dann vielleicht einen Nachfolger gibt, der das weitermacht. Das wäre für mich eine schöne Sache. Ich werde so lange, wie es geht und wie es gesundheitlich geht, werde ich das machen. Und wie gesagt, ich brauche jede Menge Gottes Segen dazu. Und der darf mich auch keine 5 Minuten aus den Augen lassen. Ne? Das steht auch außer Frage. Aber mein Wunsch ist halt genau das zu machen, was heute Abend war.